Es ist die Challenge. Du hast mich nicht gefragt, ob ich hier mitmachen will. Berufsrisiko. Für mich heißt es... Oh nein, oh nein! Oh, es ist Legendary. Du hattest doch aus dem Frühlings-Update jetzt am Wochenende, hast du doch dieses neue Pet gezogen, das so aussieht wie ein Pokémon. Nein. Doch? Nein. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video hier bei Adopt Me mit Danja. Und Danja, wir werden heute eine Glücksrad-Challenge machen, die dir, glaube ich, nicht so gefallen wird. Und zwar geht es heute darum, dass das Glücksrad entscheiden wird, nein, welche, nein, Pets man abgeben muss. Nein. Es ist aber, nein, so, dass, also bei Legendary Pets, die müssen wir uns gegenseitig geben. Bei allen anderen kannst du dir aussuchen, ob du mir das Pet gibst oder vielleicht random hier auf dem Server verschenkst einfach, weil traden werden wir nicht, wenn dann verschenken. Und hinzu kommt, dass die andere Seite entscheidet, also wenn ich zum Beispiel jetzt, es wird immer über die Kategorie entschieden, zum Beispiel ungewöhnlich, gewöhnlich, selten, extrem selten und legendary. Und wenn ich jetzt drehe, entscheidest du sozusagen, wenn ich jetzt ungewöhnlich bekomme, dann sage ich, welche ungewöhnlichen Pets ich habe. Und du darfst dir dann eins aussuchen und entweder schenke ich es dir oder random hier auf dem Server, okay? Gut, ich sehe, du bist begeistert oder höre es. Wir drehen einmal das Glücksrad und für dich heißt es dann ja, du musst folgende Kategorie abgeben. Ja, also es ist extrem selten. Was für extrem seltene Pets hast du denn, Danja? Das sag ich dir nicht. Ja, Danja, es ist die Challenge. Hey, 5 Pets. Wir machen das für 5 Pets heute. Es ist die Challenge. Du hast mich nicht gefragt, ob ich hier mitmachen will. Berufsrisiko. 5 Stück? Ich muss 5 extrem seltene Pets abgeben? Nein, also insgesamt heute. So, was für extrem seltene Pets hast du denn? Ich habe einen Albatros, eine Biene, Marderbär, schwarzer Makake, Black Springer Spaniel, Brown Springer Spaniel, Brown Chest Pheasant, Corgi, teuflischer Basilisk, Flower Power Küken. Ich glaube dann, ja, zu Anfang können wir doch vielleicht mal damit anfangen, dass du den Basilisken verschenkst auf dem Server. Ich habe nur einen davon. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Okay, okay. Hast du nur einen davon? Ja. Okay, dann möchte ich ihn haben. Ja, das entscheidest du doch aber nicht. Das entscheide ich doch, wer das kriegt. Doch, ich entscheide das. Nee, du hast vorhin gesagt, das entscheidet jemand, das entscheidet man selber. Nein, ob man die andere Seite entscheidet. Entscheidet das immer. Du hast gesagt, die andere Seite entscheidet, welches Pet. Aber ich darf selber entscheiden, wer das bekommt. Und du wirst jetzt nicht meinen schwarzen Basilisken snacken, nur weil du hier selber nie Adopt Me spielst und deshalb nie an die Pets rankommst und dir jetzt dann halt so denkst, ja, ich glaube, ich snack mir die einfach mal von Danja, weil dann muss ich nämlich selber überhaupt nichts dafür machen. Danja, ich glaube, dass... Guck mal, ich sag dir das nur, weil wenn du es jetzt verschenkst, dann ist es für immer weg. So, wenn du es mir schenkst, dann hast du vielleicht irgendwann nochmal in der Challenge die Möglichkeit, das zurückzubekommen. Weißt du, die Sache ist die, wenn Zuschauer von uns das bekommen, ist das okay. Und deshalb mache ich jetzt nämlich auch die Joints an. Okay, mache ich auch. Dann bekommen das nämlich Zuschauer von uns und das ist dann für mich okay. Aber dir werfe ich sicherlich kein extrem seltenes Pet in den Rachen, nur weil du zu faul bist, dir selber welche zu holen. Okay, ist in Ordnung. So, ich stelle mich hier vorne hin. Am Ende kommt jetzt einfach keiner. So, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, guck mal, Danja, ich glaube, Pia ist eine Zuschauerin. Pia, bitte, halte diesen Basilisken in Ehren. Pass gut drauf auf, Pia. Pass gut darauf auf. Übrigens, by the way, weil Kahn es noch nicht erwähnt hat, wenn ihr von uns mal irgendwas bekommt, dann bekommt ihr das immer geschenkt. Wir traden nicht mit euch. Genau, ihr bekommt das immer nur geschenkt. Und wir wollen keine Pets von euch haben und wir lassen eure Pets auch nicht für euch auswachsen und wollen die dann so von euch wegsnacken. Das sind Scammer. Das sind nicht wir. Genau, also wenn, dann sind es natürlich Scammer, aber normalerweise könnt ihr das sehen. Wenn ihr auf das Profil klickt, dann seht ihr das ja, ob wir das sind oder nicht. Okay, Danja, ich drehe mal für mich einmal das Glücksrad. Das war jetzt Runde Nummer 1. Der Anfang war schwer, aber ich hoffe, du kommst damit klar. Okay, für mich heißt es... Oh nein, oh nein! Oh, es ist Legendary. Ausgezeichnet. Dann erzähl mir doch mal, was du so für Legendary Pets hast, Kahn. Also ich habe das Elikorn, ich habe ein Axolotl, ich habe ein Capricorn, ich habe eine Chocolate Chow Chow, ich habe einen Tanzdrachen, ich habe die Drachen, ich habe ein Fellow Deer, ich habe ein goldenes Albatros, ich habe einen goldenen King Pinguin, ich habe das Goldhorn, ich habe den Wächterlöwen, ich habe den Hawk, ich habe den Lavadrachen, ich habe den goldenen Lunatiger, ich habe den Phönix.
den goldenen Lunatiger, den könntest du mal weggeben. Da freut sich bestimmt jemand drüber. Ja, aber ich hatte gerade schon gesagt, bei Legendary... Krieg ich das? Ach ja, stimmt. Ja, wegen Traden. Ja, hast du natürlich recht. Ja, hast du natürlich recht. Ich freue mich trotzdem drüber. Ja, okay. Was wolltest du jetzt nochmal haben? Den goldenen Lunatiger. Gut, davon habe ich zwei. Ja, ich glaube, einen hast du sogar von mir mal. Ja, kann sein. Dann bekommst du deinen jetzt wieder zurück. Ja. So, das heißt, guck mal, du hast... Was willst du denn merken? Du hast ein Legendary Pet bekommen. Ja, habe ich auch. Okay. Dann ja, wir machen es mal ein bisschen spannend. Wir gehen jetzt einmal kurz zu mir auf die Insel. Und du sagst jetzt bitte, bevor ich das Glücksrad drehe, ob du das Pet, was jetzt gleich kommt, mir schenkst oder an andere verschenkst. Okay. Außer es ist ein Legendary, dann muss ich es dir ja schenken. Ja, genau. Bei Legendary, da sind wir ein bisschen raus. Die können wir nur uns selber schenken, weil sonst müssen wir mal handeln. Also ich verschenke das natürlich an unsere Zuschauer. Okay, alles klar. Dann komm mal rein. Du musst... Oh, das war knapp. Ist natürlich schade, aber es ist Legendary. Ja, das muss ich leider dir schenken. Ja, welches Legendary hättest du denn gerne? Ja, welche hast du denn? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das losgeht mit Legendaries. Du hattest doch, warte, ganz oben. Du hattest doch aus dem Frühlingsupdate jetzt am Wochenende, hast du doch dieses neue Pet gezogen, das so aussieht wie ein Pokémon. Nein. Doch? Nein. Kannst du mal vorlesen, wie sie nochmal alle heißen? Du hattest das doch gerade noch draußen. Ja, warte. Kann ich dir zeigen? Das hier ist das. Nein, das andere dann, ja. Du weißt, welches ich meine. Na, das ist aber das. Das ist das aus dem Update. Kannst du bitte sagen, welche Pets du hast? Ja. Legendary. Den Golden Lunatiger, das Elikorn, Baku, Goldhorn, Golden Chow Chow, Dragonfly, Capricorn, Goldhorn, Hawk, Eismottendrache, Mecha-Pup, Lavadrache, Kitsune, den Erdbeer, Fledermausdrache, den Sugarglider, den Tio de Nadal, Einhorn, Winged Horse, Zodiac Minion Chick und dann geht's schon los mit den extrem seltenen. Hä? Kannst du mal dieses eine andere Pet, dieses orangene Pet rausholen? Ja, das ist aber extrem selten. Achso, das ist extrem selten. Hast du kein Einhorn mehr? Doch, habe ich doch gesagt. Achso, ja, dann würde ich gerne dein Einhorn nehmen. Okay. Das finde ich jetzt echt ganz schön... mies und fies, aber okay. Ach ja, die Pets, die abgegeben sind, die darf man nicht mehr zurückholen, ne? Ja, ja. Ja, das wäre ja sonst die ganze Zeit blöd. Ja, außer es kommt irgendwann die nächste Challenge. So, wir sind beim zweiten Pet bei mir. Ich warte erstmal, bis es wirklich da ist, das Einhorn, weil es kann ja sein, dass dann ja das abbricht. Okay, so, hier ist es. Oh, guck mal, das ist sogar Floof. Oh mein Gott, ich habe dir Floof geschickt? Ja, hast du. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Warum habe ich dir Floof geschickt? Nein! Hättest mal drauf achten sollen. Warum habe ich... Ich habe dir das Falsche geschickt. Oh nein! So, warte, stopp. Ich habe es jetzt gedreht, aber ich mache es einmal zu. Ich verschenke es... An dich dann, ja. Ich verschenke es an dich erstmal. Okay. So, weil ich glaube, jetzt kommt nichts Gutes. Ja, siehst du? Genau, ich wusste das. Ich will euch das nicht schenken, weil es ist nur ungewöhnlich dann, ja. Okay. So, und ungewöhnliche Pets habe ich folgende. Wo fängt das denn an? Okay. Ich habe eine Gelblippen-Seeschlange, ein Tanuki, eine Schneekatze, Rock, Red Cardinal, Puma, den Pudel, Kirin, Wüstenfuchs, Esel, dann den Schokolabrador, Kamel. Ja, das war schon, dann kommt selten. Was möchtest du haben? Kannst du noch mal die ersten beiden vorlesen? Das war die Gelblippen-Seeschlange und der Tanuki. Dann hätte ich gerne den Tanuki. Okay, alles klar. Okay, den habe ich auch nur einmal, ist ein bisschen blöd. So, bitteschön. Aber der ist schon sehr, sehr süß. Okay, dann ja. Bisher hast du ein Pet bekommen. Mhm. Was war denn mit dem ersten Pet? Das habe ich an eine Zuschauerin verschenkt. Aber von mir meine ich. Keine Ahnung. Hä, welche Pets hast du denn von mir jetzt? Ich habe den Golden Lunatiger und den Tanuki. Ach so, ja, du wolltest, war ja Legendary, genau. So, wir sind beim dritten Pet von dir dann, ja, so. An mich oder an Zuschauer? Zuschauer. Du sagst die ganze Zeit jetzt extra Zuschauer, ne? Ja, ich sehe das nicht ein, dass du dir hier seltene Pets erscammen willst. Das ist doch vollkommen klar. Deine Absicht ist doch glasklar. Das, ich weiß nicht, ob du bei Claudio in der Lehre warst oder... Ja, ich weiß auch nicht. So, es sind gewöhnliche Pets. Kannst du mir kurz sagen, welche gewöhnliche Pets? Dann weiß ich, welche du vielleicht an einen Zuschauer oder eine Zuschauerin verschenken kannst. Gewöhnlich. Also ganz unten. Sozusagen bei den Haustieren. Mhm. Na, guckt, Leute, das ist wieder eine Challenge für euch. Wolpertinger, Maus, Otter, Sadomole, Wolpertinger, Maleo, malaysischer Tapir, Dugong, Hund, Bullfrog, Katze, Hund, Büffel, Ballista,
Du kannst diesen malaysischen Tapir kannst du vielleicht verschenken. Wo war der jetzt nochmal hier? Okay. Okay, wir gehen mal vor die Tür, weil hier werden wahrscheinlich ein paar Zuschauer sein. Hallöchen. So, ich glaube, ihr hat dich noch nichts geschenkt. Genau, Pia ist auch da, aber ihr hat so noch nichts geschenkt. Okay, so, sehr gut. Okay. Alles klar. So, dann bin ich jetzt dran, ne? So, ich verschenke mein Pad an Zuschauer oder an eine Zuschauerin. So, und mein Pad ist... Och, ne, Mann! Es ist extrem selten. Ja, okay, ich guck mal, welche extrem seltenen Pets ich habe. Mhm. Mach das mal. Ich habe... Boah, wo fängt das denn an bei mir? Okay, ich habe das Albatros, eine Biene, den Marderbär, den schwarzen Makake, ein Brown-Chested Pheasant, den Corgi, die Hydra, ein King-Pinguin, Marienkäfer, einen weißen Lunatiger, Orange Butterfly, Pinguin, Pine Marten, Red Crowned Crane, ein Red Panda, also Feuerfuchs, okay. Ein Ribbon Seal, den Roboter, Salamander, Shiba Inu, dann das Schneeballhaustier, Spider Crab, Swordfish, ey, wie viel? Ach, ich finde, das Schneeballhaustier könntest du verschenken. Wie viel extrem seltene habe ich denn? Verschenk doch mal das Schneeballhaustier, Kahn. Ja, okay, alles klar. Ach man, ja, ich gehe mal vor die Tür. So, sind noch weitere Leute da? Okay, sind das jetzt ist die Frage? Also, die beiden hier vorne haben ja schon was bekommen, oder? Lara und Pia haben schon was bekommen. Ich glaube, sie hat noch nichts. Leonie hat, glaube ich, noch nichts bekommen, ne? Nee. Schneeballhaustier, ne? Okay, habe ich verschenkt. Sehr gut. Okay, alles klar. So, dann gehen wir wieder rein. So, okay. Wir sind beim vierten Pet angekommen, Danja. An wen möchtest du denn verschenken? An Zuschauer. Warum frage ich überhaupt? Und es ist gewöhnlich wieder. Ach, es tut mir leid, ich würde euch auch was Selteneres geben, Leute. Was hast du nochmal? Sorry. Ameise. Ja, komm, die Ameise, die Ameise. Komm, die Ameise sieht eigentlich ganz cool aus, die Ameise. Okay. Die Ameise kannst du mal verschenken. Guck mal, jetzt ist aber hier gut was los. Ja, wir haben gar nicht Bescheid gesagt. Ja, so ist das halt manchmal. Aber manchmal sagen wir Bescheid, wenn wir zocken. Und das machen wir dann meistens bei Instagram. Ja, genau. Da könnt ihr gucken. Einfach mal in die Infobox schauen. It's Cantastic oder da unterstrich Danja. Unterstrich, richtig? Ja. Am Ende auch nochmal ein Unterstrich, ne? Ja. Und bei mir, wie gesagt, It's Cantastic. Wie Kanalname einfach. Okay, erledigt. Hast du? Ja. Wer hat's denn bekommen? Der Kleine mal drei so oder so heißt der. Okay, alles klar. Gut, ich bin beim vierten Pet und ich verschenke natürlich auch an Zuschauer. Es sei denn, es ist Legendary. Dann muss ich es an Danja abgeben. Wäre auch nicht schlecht. Nehme ich natürlich. Ach, schade, tut mir leid. Es ist nur gewöhnlich, Danja. Das ist okay. Also, ich habe eigentlich fast alle, die du auch hast. Ich habe noch einen Büffel, ich habe noch einen Bullfrog. Ich habe die Katze, ich habe einen Hund, ich habe einen Dugong. Ich habe auch den malaysischen Tapir, Maus und sonst, glaube ich, fast alle, die du auch hast. Hast du den Maleo? Nein, den habe ich nicht. Oh, ich Sadomole habe ich. Ja, das ist der Sadomole, das ist der Maulwurf. Nee, den habe ich nicht. Den anderen, den du meintest. Dann verschenk doch einen Dugong. Okay, alles klar, davon habe ich auch zwei. So, jetzt muss ich mal schauen, jetzt muss ich mir noch mal zeigen, wer hat schon was bekommen? Leonie, Pia... Lara und dann ist hier war ja noch so ein kleiner... Der hier vorne mit dieser heftigen Frisur, hat der schon was bekommen? Ich sehe niemanden. Nee, der nicht. Okay, der nicht. Ich guck mal, ob ich den... Komm mal nach hier vorne! Was war es nochmal? Der Dugong, ne? Ja. Okay, ich glaube, sie bekommt das jetzt auch. Ja, perfekt. Okay. Oh, sehr süß. Okay, Danja, wir sind beim letzten Pet angekommen. Ich hoffe, es ist Legendary. Oder extrem selten. Also, warte, stopp. Ah ja, du willst an Zuschauer schenken, ne? Ja. Ja, kannst du aber nicht, denn es ist Legendary. Und welches Legendary willst du haben?
Boah, welche hattest du nochmal? Oh nee, ich werde dir das jetzt nicht alles wieder runterrattern. Du hattest irgendwas mit Gold gesagt. Ich glaube, diesen goldenen Chow Chow, ne? Chow Chow. Ja. Ja, den möchte ich haben, bitte. Okay, wo bist du denn? Bist du drin? Ja, ich bin drin. Let's go. Hey, das Glücksrad entscheidet also. Oh, der sieht ja richtig süß aus. Ja, das Glücksrad entscheidet. Ich entscheide auch gleich mal was. Let's go. Okay. Dann habe ich gleich mein letztes Mal Glücksrad. Und ich sage natürlich auch Zuschauer. Es sei denn, es ist Legendary, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das wird nicht. Okay, so. Dann habe ich auch mein letztes Pet hier bekommen. Sehr gut. Und wie gesagt, nach dem Video werden wir natürlich ein paar Pets noch verschenken gleich. Aber das machen wir dann sozusagen nicht im Video. Für alle, die sozusagen auf dem Server sind. Okay, Danja. Ich drehe ein letztes Mal bei mir. Und bei mir sagt das Glücksrad Folgendes. Ich sage natürlich auch Zuschauer, aber das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Es ist... tut mir leid. Es ist nur ungewöhnlich. Aber dann kannst du es ja immerhin noch verschenken. Das ist ja gut. Ja, ja. Ich werde es auch verschenken. Ich glaube, hier vorne... ich glaube, hier Polizei. Der hat noch nichts bekommen, ne? Ich weiß es nicht. Also, ich habe ihm nichts geschenkt und du, glaube ich, auch nicht. Ungewöhnlich. Welches soll es denn sein, Danja? Hast du so einen Rock? Ja, habe ich. Soll ich den Rock schenken? Ja. Okay, mache ich. Okay, so. Ich habe ihm sozusagen den Rock geschenkt. So, wir gucken mal gleich, wer noch kein... Aber ich glaube, fast alle haben hier was. Bis auf den Dude hier. Aber das können wir gerade vielleicht auch... Hast du ihr auch schon was geschenkt mit dem roten, mit der roten Ameise? Die rote Ameise war, glaube ich, von mir, ja. Okay. Ich glaube... Warte, das können wir dann hier auch im Video machen. Da schenke ich auch mal was. Vielleicht mal was Seltenes, komm. Soll ich mal einen Wellensittich schenken? Ein Wellensittich? Ja, kannst machen. Komm, ich verschenke mal einen Wellensittich. Wir schauen mal gleich. Aber ich glaube, sonst haben alle hier Pets bekommen von uns, oder, Danja? Ich habe auch gerade noch einer Person was geschenkt, wo ich glaube, dass sie noch nichts bekommen hatte. Hier mit den Hashtags als Namen. Ja, hat hat Leonie schon was bekommen? Leonie war doch, glaube ich, die zweite bei dir, oder? Ja, ich glaube, aber da war sie, glaube ich, noch ein Baby, glaube ich. Aber ich glaube, sonst haben alle Pets... Aber wir fragen mal gleich... ich glaube, hier, diese Hanna hat noch nichts bekommen. Hier, ja. Soll ich ihr was geben? Nee, ich mach schon. Ich mach schon. Vielleicht kommt was extrem Seltenes. Ein Corgi. Sie bekommt ein Corgi. Bitteschön. Der süße Corgi. Davon habe ich ein paar und ja, dachte ich, komm, da verschenke ich mal was. Okay, Leute, das war das Glücksrad. Also so schlimm war das ja doch nicht, Danja. Ich habe zwar dein Einhorn, Fluff, aber das war auch deine Schuld. Ich habe den goldenen Chow Chow. Das war dumm von mir. Also hat sich ja schon gelohnt. Vielleicht machen wir die Challenge ja nochmal. Ja? Leute, wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.